Herzlich willkommen zum unterirdischsten Medienpreis des Jahres. Die goldene Kartoffel der neuen deutschen Medienmacherin. Präsentiert von der Präsidentin der Jury, Sheila. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zur kartoffelwürdigen Medienkritik mit den neuen deutschen MedienmacherInnen. Heute live aus dieser Shisha-Bar. Hier erwartet Sie gleich eine unglaubliche Enthüllung. Wir berichten heute über Leute, über die sonst nie berichtet wird, weil sie selbst Berichte machen. Reporter von Sendungen wie zum Beispiel Spiegel TV. Diese unermüdlichen Helden berichten von der Frontlinie der arabischen Machtergreifung in unserem schönen deutschen Land. Denn wer das Fernsehprogramm verfolgt, der weiß, kriminelle Clans sind dabei, Deutschland zu übernehmen. Wenn es Nacht wird in der Hauptstadt, kommt in letzter Zeit oft die Polizei. Grund der Dauerrazzien im Milieu: Die Ermittler wollen die Kriminalitätsszene unter Druck setzen. Im Visier der Fahnder heute Shisha-Bars in Neukölln. Eine Magazinsendung wie eine krasse Folge von 4blocks. Das gibt diesen Typen die Möglichkeit, sich erstens super als harte Jungs zu inszenieren und zweitens allen anderen die Chance, vor laufender Kamera unterirdische Kommentare abzulassen. Die Abu Chagas, die konnten deshalb so groß werden, so wie alle anderen arabischen Familien, durch ihre absolute Brutalität. Sie haben keine Hemmschwelle. Gewaltausübung ist für sie das Normalste von der Welt. Wo der geneigte deutsche Jugendliche oder Heranwachsende noch eine Hemmschwelle hat. Aha, Deutsche haben also eine Hemmschwelle bei Brutalität und Araber nicht. Interessant. Aber ist das jetzt eine bewiesene Tatsache oder einfach nur ein rassistisches Vorurteil? Man weiß es nicht. Genau wie im folgenden Beitrag, wo es um Roma-Familien geht. Zitat: Eine gute Einbrecherin, die der zukünftigen Familie reiche Beute beschert, erzielt einen höheren Brautpreis als beispielsweise eine gute Hausfrau. Liebe und Zuneigung spielen im Regelfall eine untergeordnete Rolle. What? Spiegel TV, ist euch da gar nichts aufgefallen? Weil immer alles richtig ist, was die Polizei sagt, braucht man nichts mehr einzuordnen? Oder wie? Das Zauberwort heißt kritische Distanz. Und das gilt auch für Uninformierte. Ich meine, Uniformierte. Aber was richtig unterirdisch ist, gewissermaßen auf Kartoffelniveau, das ist die Kulturalisierung von Kriminalität. Also, wenn behauptet wird, irgendwelche Typen seien nicht kriminell, weil sie einfach Arschlöcher sind, sondern weil sie Roma sind. Und da liegt das halt in der Familie. Tradition ist, wenn etwas von Generation zu Generation entwickelt und weitergegeben wird. Wenn zum Beispiel der Vater das gleiche großspurige Auftreten und dieselbe Abneigung gegen harte Arbeit hat wie der Sohn. Solche Sprüche hören wir am laufenden Band. Wie auch im nächsten Beispiel. Wir sehen irgendwelche Bilder von ganz normalen arabischen Geschäften und dazu ein paar deftige Vorurteile. Das politische Nicht-Sehen-Wollen kombiniert mit einem ausgeprägten Unwillen zur Integration. Bei den Clans hat sich die Parallelgesellschaft manifestiert. Das nennt man Stigmatisierung von Minderheiten. Denn so eine Darstellung bezieht sich auf alle Araber und alle Roma. Nochmal zum Mitschreiben. Die sind gar nicht alle kriminell. Natürlich ist die Berichterstattung über organisierte Kriminalität wichtig. Aber man kann kriminelle Machenschaften aufdecken, ohne unbescholtene Menschen zu diskriminieren. Außerdem wird die Gefährlichkeit bestimmter Milieus enorm aufgebauscht. Laut BKA machen Verfahren zur Clankriminalität nur etwa 8% aller Fälle organisierter Kriminalität aus. 8, nicht 80. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ohne Spiegel TV wüssten wir gar nicht, dass wir bedroht sind. Also nicht von Corona, Klimawandel oder Rechtsterror, sondern von ein paar großkotzigen Kriminellen. Und Politiker nutzen diese Vorlage, um sich als harte Hunde zu inszenieren. All die Razzien in Shisha-Bars ergeben häufig nur ein paar Kilo unversteuerten Tabak. Aber die Message haben alle mitbekommen. Shisha-Bars sind ein Hort der Kriminalität, quasi das Wohnzimmer der Clans. Dadurch werden unbescholtene Bürger und ihre Freizeitorte markiert. Und zwar auch als Anschlagsziel.
Spiegel TV hat die Clan-Berichterstattung als eigenes Mediengenre aufgebaut. Und jede Menge andere Medien sind darauf eingestiegen. Allen voran der Kartoffelpreisträger von 2018, die Bild-Zeitung. Und weitere Dishonorable Mentions: RTL, NTV, RBB, ZDF, NZZ, der Tagesspiegel, die Berliner Zeitung, die Welt und viele andere mehr. Für diesen einmaligen Verdienst als bahnbrechender Vorreiter der Clan-Berichterstattung verleihen die neuen deutschen MedienmacherInnen Spiegel TV die Goldene Kartoffel 2020. Herzlichen Glückwunsch!